Europa steckt mitten im Wahlkampf. Mit Hilfe von Wahlplakaten wollen die Parteien für sich und ihre Themen werben. Die meisten Parteien gehen dabei auch auf typisch europäische Themen ein. Nur irgendwie einig. Die Partei Die Linke. Sie setzt eher auf regionale und nationale Themen. Und zugleich ist aber auch Die Linke immer noch eine Partei, die bei vielen Wählern als sehr europaskeptisch gilt. Ist das wirklich so? Wir sprechen darüber jetzt mit den Spitzenkandidaten der Linken und Europaabgeordneten Martin Schirdewan. Herr Schirde, wir haben uns ja gerade geeinigt auf das Du, also Martin. Wir sitzen auf dem roten Sofa, aber rot ist ja auch ein bisschen so im politischen Gen bei dir drin. Ne? Ich habe herausgefunden, familiär gesehen ist Linkspartei oder linke Politik schon immer da gewesen. Ja, familiär gesehen gibt es da durchaus Bezüge auch zu linker Politik. Mein Großvater war im antifaschistischen Widerstandskampf aktiv und war dann in der Nazi-Zeit 11 Jahre inhaftiert in Konzentrationslagern und Zuchthäusern vorher. Und danach, nach der Befreiung auf dem Todesmarsch durch die amerikanische Armee, hat er sich entschieden, Politik zu machen in der DDR, ist da aber dann in den 50er Jahren in schweren Konflikt geraten mit Walter Ulbricht und anderen, also mit der Staatsführung. Und da ging es darum, wie Politik in der DDR auszusehen habe, ob es eine Demokratisierung gibt, auch der Gesellschaft, was mein Großvater wollte, oder ob man auch über deutsche Einheit sprechen kann. Und den Machtkampf mit Ulbricht hat er verloren und dann war es das für ihn. Aber ich bin aus eigenem Antrieb in die Politik gegangen. Ich muss dazu sagen, weil für mich immer entscheidend war, dass ich mich gegen soziale Ungerechtigkeiten engagieren möchte. Und was ich von meinem Großvater übernommen habe politisch, das vor allem das antifaschistische Denken und Handeln. Aber dennoch hat man das ja sehr oft in vielen Parteien, dass in der nächsten Generation wieder in der gleichen Partei ist. Ist es leichter oder schwerer, dann mit einem Namen, in dem Fall Schirdewan, voranzukommen? Ja, der Name hat bislang weniger eine Rolle tatsächlich gespielt für meinen eigenen politischen Werdegang. So, das begegnet mir natürlich immer wieder und in der Regel hat das auch durchaus einen positiven Klang. Bei Veranstaltungen werde ich häufiger mal gefragt, aber das hat, wie gesagt, mit meiner eigenen politischen Tätigkeit, die ja im Hier und Jetzt stattfindet und dem, was mein Großvater vor 60, 70 Jahren gemacht hat, da gibt es ja keine unmittelbare Beziehung dazu. Ne? Ich habe schon mein Handy rausgeholt, das ist jetzt nicht unhöflich, weil jetzt nicht bei irgendwelchen sozialen Medien schreiben. Okay. Es hat einfach damit zu tun, weil ich habe extra Fotos mal gemacht. Wir haben ja im Moment schon jetzt den Wahlkampf, wir sind mittendrin, die Parteien plakatieren schon ganz gut und auch die Linke. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwie die Linke, schon gut. Die Linke ja, aber dass sie halt mehr mit regionalen und kommunalen und nationalen Themen aufmerksam macht, statt mit europäischen Themen. Und von daher meine Frage, wir gehen mal so die Einzelnen durch, was hat das mit Europa zu tun? Gehen wir das erste, vielleicht auch speziell für Berlin, ein Plakat, Berlin hat Eigenbedarf, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Was hat das mit Europa zu tun? Ja, das, also ich meine, Wohnungspolitik ist auch ein europäisches, das ist allerdings kein Bestandteil unserer Europakampagne, sondern das ist Bestandteil des Berliner Landesverbandes, der ja offiziell auch die Deutsche Wohnen enteignen Kampagne unterstützt und das hat damit zu tun. Das ist also kein Europaplakat von uns an der Stelle, wobei Wohnen insgesamt natürlich ein europapolitisches Thema ist. Ein anderes Plakat, mehr Geld für Bildung, Bus und Bahn. Ja. Wunderschöne Wortkombination, aber Bildung, normaler Landesthema, gerade in Deutschland, Bus und Bahn, ein regionales Thema oder kommunales Thema, was hat das mit Europa zu tun? Das hat eine ganze Menge mit Europa zu tun. Insgesamt muss man ja darüber nachdenken, wie man auch eine Verkehrswende hinbekommt, also eine Umverlagerung von, ich sag mal, Autoverkehr oder Individualverkehr auch hin zu einem kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr, der für alle Mobilität und aber auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Und das ist nicht nur ein Thema in Deutschland, da geht es ja auch ganz stark um umweltpolitische Fragen, die damit verbunden sind. Das ist ja Bestandteil der Verkehrswende, auch einer umweltpolitischen Wende hin zu mehr Klimaschutz. Und das ist ja eine der großen zentralen Fragen, die gerade auf internationaler Ebene auch bearbeitet wird. Und Bildungspolitik natürlich
brauchen wir überall in allen europäischen Ländern entsprechend Zugang zu Bildung, auch unabhängig jetzt vom Geldbeutel der Eltern, damit die Leute hinterher auch eine Perspektive für ein gelingendes Leben haben können. Und das sehen wir ja gerade im Zuge von den letzten Jahren und der implementierten, also der durchgesetzten und durchgedrückten Spar- und Kürzungspolitik, dass auch insbesondere im Bildungssektor viel gekürzt worden ist und damit natürlich auch Zugangschancen zu Bildung für viele sich verschlechtert haben. Das wollen wir ändern. Das ist natürlich auch ein europäisches Thema. Aber wie kann das Europäische Parlament jetzt sagen, wie in Berlin, soll Bus und Bahn kostenlos werden? Das ist ja dann wirklich, wo der Senat hier in Berlin zum Beispiel ja nur was machen kann. Da kann ja jetzt nicht das Europäische Parlament von oben herab sagen, hier Berlin, du musst jetzt so handeln. Naja, es geht ja darum, im Grunde genommen irgendwann auch klimaneutral zu leben und nicht nur zu wirtschaften, sondern zu leben. Und damit ist natürlich die ganze Frage von Mobilität, von Verkehr verbunden. Und da gibt es internationale Richtwerte. Ich erinnere an das Pariser Abkommen, wo im Grunde genommen auch darauf abgezielt wird, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren, also zwischen 1,5 und 2 Grad Ziel. Und um das zu erreichen, brauchen wir eine Verkehrswende. Ein großes Thema, was die Linke auf nationaler Ebene oder auf deutscher Ebene immer wieder einbringt, Mindestlohn rauf, gute Arbeit in Europa, schreibt ihr da auf dem Plakat. Mhm. Wie soll in Europa ein Mindestlohn aussehen, ein gemeinsamer oder gesetzlicher Mindestlohn? Danke für die Frage. Es ist tatsächlich ein Thema, was ich glaube im Moment ganz zentral ist. Mhm. Wir haben die Durchsetzung eines riesigen Niedriglohnsektors in der gesamten Europäischen Union in allen Mitgliedstaaten erlebt. Und in vielen Ländern können die Leute, selbst wenn sie Vollzeit arbeiten, nicht von dem, was ihre Hände oder ihr Kopf erwirtschaften, existieren, ohne aufzustocken, würde man bei uns sagen. Und das ist natürlich eine Riesensauerei. Und was heißt das, ein armutsfester Mindestlohn? Das ist, was wir fordern. Das muss zuallererst mal ermöglicht werden, dass die Leute tatsächlich von ihrer Arbeit auch so leben können, dass sie nicht von Existenznot betroffen sind oder von Armut betroffen sind. Wir stellen uns vor, dass der Mindestlohn in Deutschland in einem ersten, aber sofort zu erfolgenden Schritt auf 12 Euro angehoben wird. Das wäre eine Steigerung um ca. 25% im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, so mass or menos. Und das wäre erstmal ein erster Schritt. Natürlich müssen dann weitere Schritte, je nach der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage, dann erfolgen, weil auch da wird ja darüber diskutiert, was ist eigentlich gerade ein lebenswerter oder armutsfester Mindestlohn. Wir sagen 60% des Medianeinkommens, also des mittleren gesellschaftlichen Einkommens, und davon 60%, das jeweils auf die Nationalstaaten dann errechnet, bedeutet einen armutsfesten Mindestlohn. Eins habe ich noch. Und zwar natürlich Steuern und damit Konzerne zur Kasse. Also da wird auf dem Wahlplakat ja Amazon gezeigt. Auch bei Steuern und Abgaben ist ja auch immer noch ein nationales Thema. Die Steuerpolitik wird tatsächlich vor allem in nationalstaatlicher Kompetenz behandelt. Und im Rat, also auf europäischer Ebene, muss da Einstimmigkeit herrschen. Ich halte das für ein Riesenproblem, wenn man sich ansieht, was zum Beispiel Steueroasen wie Irland in Europa machen oder Luxemburg, die quasi Nulltarif, also Nullsteuersatz für Unternehmen durchgesetzt haben. Apple hat im Jahr 2014 in Irland 50 Euro Steuern auf 1 Million Gewinn gezahlt. Das sind 0,005%, da zahlen wir beide mehr und da zahlt jeder mehr und jede Bäckerei und jedes Friseurgeschäft. Das ist eine Riesensauerei, dieser Nulltarif oder dieser Nullsteuersatz für Unternehmen. Und das muss natürlich überwunden werden, weil dieses Steuerdumping führt dazu, dass in allen öffentlichen Haushalten Geld fehlt für dringend notwendige Investitionen, für die öffentliche Daseinsvorsorge, für soziale Sicherung. Von daher ist dann die Frage, braucht Europa eigentlich oder auch Deutschland mehr Europa oder weniger? Also es wird ja, wir sagten ja schon, einiges immer noch in den nationalen Staaten behandelt, einiges mittlerweile in Europa. Muss es mehr oder weniger werden? Da bin ich auch sehr dafür, dass entsprechend Kompetenzen gestaltet werden, dass die europäische Ebene, die Europäische Union da auch aktiver Politik gestalten kann. Kommen wir mal zum Thema Menschenrechte, LGBT-Rechte. Europa hat ja mit der Menschenrechtscharta eigentlich ein sehr gutes Grundgerüst, woran sich die europäischen Länder, aber auch natürlich in der Außenpolitik der Europäischen Union sehr gut messen lässt. Mhm. Ihre Meinung, müsste Europa mehr eingreifen, gerade mit Blick zum Beispiel in osteuropäischen Staaten wie Ungarn, wie Polen, wo wir ja doch ein Rollback im Moment erleben?
Ja, dieses Rollback macht mir tatsächlich große Sorgen. Also was wir da sehen an Angriffen auf Demokratie und Menschenrechte, das finde ich nur schwer erträglich, ehrlich gesagt. Und ich finde schon, dass Politik und europäische Politik darauf auch reagieren muss. Das Europäische Parlament insgesamt hat ja tatsächlich auch, wie ich finde, einen sehr progressiven Ansatz in der Verteidigung von Menschenrechten. Also bei mir in der Delegation, damit in meiner Fraktion, ist eine deutsche linke Abgeordnete, meine Kollegin Conny Ernst, die sehr stark zum Beispiel für die Rechte von Trans- und Intersexuellen gekämpft hat. Es gibt die sogenannte Intergroup im Europäischen Parlament, wo sich nicht nur Schwule und Lesbische, sondern im Grunde genommen alle Abgeordneten treffen können und versuchen können, Menschenrechte voranzubringen. Und da passiert ziemlich viel. Also gibt es ja auch sehr entscheidende Berichte, die vom Europäischen Parlament veröffentlicht wurden, über zum Beispiel die Lebenssituation von Transsexuellen und so weiter. Und da waren wir als Linke auch immer ganz progressiv, da gehen wir natürlich ran. Ich glaube, wir müssen dennoch konstatieren, dass vor allem in Mittel- und Osteuropa dieses Rollback dazu führt, dass diese Rechte auch in Frage gestellt und angegriffen werden. Wir sehen das ja auch in der Entwicklung von Hate-Crime-Statistiken und so weiter. Ich glaube, wir müssen da auch auf europäischer Ebene darauf drängen, dass wir erstmal sehen, was da passiert, also ein Monitoring, dass wir das aber eben auch beobachten, dass Ansprechpartner, dass erfasst wird, dass es Ansprechpartner in den Staatsanwaltschaften und so weiter und so fort gibt und dass das halt eben auch juristisch entsprechend verfolgt wird und aber auch als Hate Crime gekennzeichnet wird. Also dass wirklich das geltende Recht auch zur Anwendung gebracht wird. Und das ist etwas, was im Moment leider viel zu wenig geschieht und das hat natürlich mit den Entwicklungen einiger Nationalstaaten zu tun, aber da darf man halt nicht aufhören, da muss man immer weiter darauf drängen, die Menschenrechte zu verteidigen, demokratische Grundrechte. Und ich glaube, wir müssen dazu übergehen, das ist für mich ganz entscheidend dabei und das ist auch das, was uns in dieser Debatte als Linke unterscheidet von allen anderen. Wir müssen die Menschenrechtsfrage mit der sozialen Frage beantworten und gemeinsam beantworten. Weil ich glaube, dieses Auseinanderklaffen der Gesellschaft, diese Ungleichverteilung von Reichtum führt eben dazu, dass wir dieses auch rassistische, menschenfeindliche, demokratiefeindliche Rollback in einigen Ländern erleben und dem muss man den Boden entziehen, eben auch durch ein soziales Zusammenwachsen in den Ländern. Das ist auch das, was uns auszeichnet, die Verbindung der sozialen Frage mit der Menschenrechtsfrage. Ich will mal einen Schritt aus Europa raus. In den letzten Jahren, über die letzten zwei Jahre hat Europa ja auch immer wieder sehr stark bewiesen, dass wenn wir zusammenhalten, können wir auch außerpolitisch einiges bewirken. Und da hat ja die Linke eher den Gegenschritt gemacht. Nehmen wir mal zu Russland, die Sanktionen zu Russland. Da hat die Linke eine ganz andere Meinung gehabt als die Europäische Union. Zu Sachen Venezuela hat die Linke eine ganz andere Meinung gehabt als Europa, wo es da ja auch um Menschenrechte geht. Also ist dann wieder so bei einigen, wo man sagt, naja, da guckt man nicht so genau hin bei Menschenrechten. Wie gesagt, nehmen wir mal das Beispiel, wir haben jetzt zwei, nehmen wir mal Russland. Ja, also ich persönlich kritisiere alles, was an Menschenrechtsverletzungen in Russland passiert und was da auch in Richtung einer Verschärfung des politischen Klimas und vielleicht auch eines autoritären Umbaus der Gesellschaft sozusagen führt. Da bin ich ganz klar, da mache ich für mich persönlich überhaupt keine Ausnahmen. Wir, glaube ich, stehen trotzdem politisch vor der Aufgabe, ein anderes Verhältnis zu Russland zu definieren, was stärker auf Kooperation setzt, in dem Sinne, dass wir nicht in eine Eskalation, die vielleicht auch militärisch irgendwann endet, hineingeraten. Und da ist halt unsere Position, dass in der Sanktionspolitik einem Dialog, der notwendig ist, um zum Beispiel auch Menschenrechte zu verteidigen im Dialog miteinander, dass Sanktionen da eher eine abschreckende und leider auch falsche Wirkung erzielen und die Konflikte verhärten und nicht lösen. Gerade richtig gesagt, es geht ja auch um Sicherheit. Europa ist ja auch ein Friedensprojekt. Wir haben in Europa noch nie so lange Frieden gehabt an einem Stück. Wir feiern ja auch in diesem Jahr 70 Jahre NATO. Da hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hense, also die Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, gesagt, die NATO ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Und ein globaler Aggressor, das man schon hinter längst auflösen soll. Jetzt kommt ja von vielen Parteien, eigentlich fast mittlerweile schon von allen Parteien, ja auch die Idee der europäischen Armee. Gerade immer natürlich mit Blick Richtung Osten. Viele osteuropäische Länder sehen das auch sehr positiv, weil sie nun mal irgendwie auch aus historischen Gründen doch Angst haben vor dem heutigen Russland und mit Wladimir Putin.
Ist das etwas für die Linke, wo Sie sagen, ja, da gehen wir mit einer europäischen Armee oder auch hier eine klare Ablehnung wie in die klare Ablehnung zur NATO? Ja, bei der europäischen Armee ist unsere Position sehr eindeutig. Wir lehnen tatsächlich die Gründung einer europäischen Interventionsarmee, so wie sie gefordert wird, ab, weil da geht es darum, europäische Interessen weltweit militärisch auch zu verteidigen. Das halte ich für einen völlig falschen Weg, um zu einer friedlichen Entwicklung zu gelangen. Also Militär ist keine Antwort für Frieden und ersetzt Diplomatie nicht. Was mein Ziel ist, ist, dass die Europäische Union zu einer diplomatischen Supermacht entwickelt wird und nicht zu einer militärischen Supermacht. Aber kann man dann die Bedenken aus, gerade wie gesagt, Island, Lettland und so weiter, aber nicht auch verstehen, gerade halt, Russland baut ja auch auf, die sagen ja auch jetzt nicht, wir rüsten jetzt ab, weil wir jetzt ein friedliches Miteinander mit Europa wollen, ja eher im Gegenteil, je näher ja Europa gewachsen ist Richtung Osten, umso schärfer wurde ja auch die Kritik aus Moskau. Naja, das hat ja damit zu tun, dass die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschlossenen Abkommen nicht eingehalten wurden und die NATO tatsächlich immer näher da in der an die Grenze zu Russland gerückt ist. Und das ist natürlich ein Problem, was da auch zu einer Bedrohungssituation geführt hat oder zu einer empfundenen Bedrohung, wo dann eben entsprechend aufgerüstet worden ist, auch auf russischer Seite. Und das führt dazu, dass wir jetzt in dieser militärischen Eskalationsspirale, also erstmal eine Aufrüstungsspirale uns befinden. Und deswegen sage ich ja, man muss miteinander reden, man muss in den Dialog treten, man muss natürlich auch die Besorgnisse in den baltischen Staaten sehr ernst nehmen. Das tue ich auch. Ich höre mir das auch anders zu sagen haben. Da gibt es natürlich noch einen besonderen historischen Hintergrund auch mit der sowjetischen Geschichte an dieser Stelle. Aber ich glaube, das lässt sich eben nicht militärisch, sondern tatsächlich nur im Dialog und diplomatisch lösen. Und dahin müssen wir gehen und dahin müssen wir kommen. Also heute fest, die Linke will den Dialog. Und da kann ich nur erst mal vielen Dank sagen für unseren Dialog im Moment. Viel Erfolg im Wahlkampf, sondern ja auch mit vielen Dialogen dann mit den Bürgerinnen und Bürgern zu hören. Martin Schellermann, vielen Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Tschüss.